Herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir sind gerade dabei, den Magierlehrer von seinem Rollenspiel zu lösen, was gar nicht so einfach ist. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein paar technische Schwierigkeiten verursachen und den Server noch ein bisschen weiter ärgern und ja hoffentlich dann irgendwann lahmlegen. Server ist im Übrigen ein Affe. Ja, manchmal denkt man ja wirklich, dass das so ist. So, wir haben jetzt hier eine leckere Banane für ihn. Und mal sehen, was dann passiert, wenn wir ihn jetzt hier mal füttern. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Leck. Leck! Das war's. Ich hab keinen Bock mehr. Ich höre auf. Sollen Sie doch sehen, was Sie davon haben. Richtig. Na gut. Eine Chance gebe ich denen noch. Aber nur noch eine. Ist ja nicht so, als könnten wir nicht einfach aufhören. Wir könnten schon, aber wir wollen nicht. Richtig. Außer die kriegen ihre Probleme nicht in den Griff. Dann ist's vorbei. Schreib denen das. Das gibt's doch nicht. Was muss denn noch passieren, damit die beiden endlich aufhören? Tja, und wieder landet die Beschwerde im Papierkorb. Da fehlt dann immer noch was. Mal schauen. Entschuldigung. Warum spielen Sie trotz der technischen Probleme immer noch? Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll. Da will man in Ruhe spielen und die Technik macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich habe darauf keine Lust mehr. Noch einmal so ein Chaos und das war's für mich. Na komm, schauen wir mal kurz, ob bei der Führerscheinausgabestelle etwas los ist. Wenn's sein muss. Wollen Sie nicht vielleicht doch einfach aufhören? Vielleicht hast du recht. Nur noch dieses Formular ausfüllen. Und ich brauche neue Brillentücher. Und wir wollten uns noch die Mietzuschussbescheinigung beim Einwohnermeldeamt abholen. Ah, richtig. Aber dann können wir auch gleich noch die Leihfristen der Bücherei verlängern. Vielleicht ist sogar eines der Bücher überzogen. Ich fürchte, ich muss noch für ein drittes technisches Problem sorgen. Ich fürchte auch, Wilbur. Also dann, man sieht sich. Was können wir denn da jetzt noch machen? Wir könnten noch mal uns hier ein bisschen genauer umschauen. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Okay, da ist also nichts zu holen. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. So, hier können wir das auch nochmal anschauen. Ich war noch nie in einem Wirtshaus mit einem unsinnigeren Namen. Allerdings war ich auch überhaupt noch nie in einem Wirtshaus. Hier haben wir noch einen Abfluss. Den Karren hatten wir uns ja auch schon angeschaut. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay, dann schauen wir nochmal in den Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Okay, das heißt, hier geht's auch erstmal nicht weiter. Ich denke mal, den Rest haben wir uns ja hier angeschaut. Können wir hier vielleicht rein? Die Tür ist verriegelt. Der Zaubererlehrer sitzt immer noch im Gasthaus und spielt dieses seltsame Spiel. Okay. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Tja, aber diese ganze Laden hier, die ganze Stadt ist ja leer. Das muss der letzte Markt, solange der Krämer... Okay, wir gehen nochmal vor die Stadt. Vielleicht können wir hier noch irgendwas finden. So, hier haben wir noch diesen Baum. Ein kleiner Baum. Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist, aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Ja, den können wir bestimmt noch für irgendwas verwenden dann später. Ich weiß nicht genau, was... Aber aktuell nicht. Und dann hatten wir hier noch den flachen Stein. Vielleicht können wir den ja mitnehmen.
Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Oh, so ein paar Flöhe wären gar nicht so schlecht für den Server. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Wir haben doch hier so ein Glas. Da können wir die doch reintun. In Ordnung. Ich fülle einige Käfer ins Glas. Fertig. So, und dann gehen wir mal wieder zurück und können jetzt hoffentlich damit das dritte technische Problem auslösen. Mal sehen. Was ist denn jetzt los? Der Surfer spinnt total. Total verbuggt. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Ja, wunderbar. Ja, wir haben den Server im wahrsten Sinne des Wortes verbuggt. Ja, spielt's keiner mehr. Offline. Sehr gut. Server down. Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Dann können wir das mitnehmen? Jetzt? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Okay, das heißt, wir können das nicht mitnehmen? Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Naja, auf jeden Fall hat er mal ein Päuschen. Hat er ja offenbar schon seit mehreren Wochen nicht mehr gehabt. Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Wunderbar. Das haben wir doch richtig gut hinbekommen. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht mal mit dem Magier sprechen können. Wir können auch erstmal hier mit ihm sprechen, mit dem Krämer. Der Krämer sieht nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, er hilft mir trotzdem weiter. Hallo, Herr Krämer. Was willst du? Warum sehen Sie mich so missmutig? Warum sehen Sie so missmutig aus? Ja, wahrscheinlich, weil sein Spiel nicht mehr geht. Ich frage mich, warum Sie so missmutig aussehen. Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Das nicht gerade, aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Naja... Meine schönen Marktstände sind abgebrannt, mein Laden ist geschlossen und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie schrecklich. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Er stiehlt mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. Der König der Diebe? Wer ist das denn? Der König der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. Aber seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. WoB hieß also das Spiel. An was uns das jetzt erinnert? Die Stadtware will mich nicht in die obere Stadt lassen, ja. Ihn wahrscheinlich auch nicht. Ich darf nicht in die obere Stadt. Dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts. Die elende Stadtwache lässt dich nicht durch?
Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Ich würde gerne was kaufen. Was gibt's hier denn überhaupt? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Verkauft Sie zufällig Magierdiplome? Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Okay, was würden Sie mir geben, wenn ich den König der Diebe fange? Ja, wenn wir kein Magierdiplom bekommen, dann nützt uns das auch nichts. Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Naja, schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Töten? Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann 3 Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich, ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Alles klar. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ja, wir müssen jetzt noch zum Magier, aber ich denke mal, die Stimme von dem Krämer, die werden sicherlich einige schon erkannt haben, denn das ist Santiago Ziesma, der spricht auch SpongeBob. Und ich denke, also das hat man, finde ich, das hört man schon raus. Ich denke mal, deshalb werden einige das schon zugeordnet haben. Wir betreten mal die Magierschule. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Oh. Ui. Kann ich dir helfen? Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges! Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Aber ich muss wirklich da ganz dringend hin. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Kann ich denn Diplom-Magier werden? Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnome. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du 3 Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus magiegewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden.
Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie. Okay. Die Zeit ist jetzt um. Deshalb werden wir im nächsten Video noch weiter mit Meister Markus sprechen und mal nachfragen, wie wir jetzt an diese ganzen Gegenstände rankommen. Und dann ist es für Wilbur an der Zeit, sein Magierdiplom abzulegen. Also bis dann. Tschüss.